Was geht ab, Freunde der Sonne? Ich komme gerade vom Training, Schrägstrich Filmen, denn wir filmen ja immer beim Training und wenn wir filmen, trainiere ich irgendwie mit, weil ich muss mich immer warm machen und so weiter. Darum, ja, Training und Filmen. Wir haben heute gefilmt das Inside Crash and Kick Tutorial und das Outside Crash and Kick Tutorial und Herr Makura ist gerade nach, Moment, jetzt könnt ihr mal mein View nach draußen sehen. Er ist gerade nach da. Zack, denn da wohnt er und also echt nicht weit weg von mir. Zu Fuß 3 Minuten oder so. Und der wird jetzt die Tutorials schneiden und dann werden die spätestens morgen online sein. Und ja, ich wollte jetzt die Gelegenheit nutzen für mein tägliches Melden. Ich habe ja gesagt, ich werde mich immer mal von Zeit zu Zeit melden hier. Und ich wollte euch was zeigen, was ich mir jetzt nach dem Training reinziehe. Kein Proteinshake, keine Banane. Etwas richtig Krankes, weil ich gehe mal ins Licht, damit ihr es besser sehen könnt. Okay, was kann das hier sein? Sieht heftig aus, oder? Was ist das? Es sieht heftig aus, es schmeckt auch richtig heftig und es ist auch richtig heftig. Das ist nämlich mein Secret. Okay, ich zeig's euch. Nicht so viel um den heißen Brei herumlabern. Das, liebe Leute, ist. Da. Dieses Zeug hier, das ist nämlich Kokoswasser. Kokoswasser, das aus der Kokosnuss raus, ja, aber kann man hier so geil kaufen in solchen Päckchen. Ist nicht ganz günstig. Da. Heftig. So, warum Kokoswasser? Ich gebe mir Kokoswasser nach dem Training, also nicht jedes Mal, aber wenn ich schaffe, trinke ich das nach dem Training. Denn in Kokoswasser sind natürliche Elektrolyte drin. Ja, und Elektrolyte sind sehr wichtig für den Körper. Und wenn ihr beim Training euch angestrengt habt, wenn ihr geschwitzt habt und so weiter, wie ich das gerade gemacht habe, meinen Anzug habe ich hier gerade über den Stuhl gehängt, weil der klitschnass ist. Also ich öle immer richtig ab beim Training. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber wenn man gut trainiert, dann schwitzt man auch gut. Und wer viel schwitzt, muss viel trinken. Am besten Wasser. Und am allerbesten gebt ihr euch auch mal so Kokoswasser, weil, wie gesagt, das füllt eure Elektrolyte auf und er glaubt nicht irgendwelchen hier Iso-Drinks und so weiter. Also ich finde, das ist alles Bullshit. Auch hier Powerade, Gatorade und hast du nicht gesehen. Ich gebe mir das Zeug nicht, aber wenn ihr mal den einen oder anderen Euro übrig habt, gönnt euch mal so ein Kokoswasser, wenn ihr Kokos mögt. Also es ist richtig geil, es schmeckt gut und es füllt auf natürliche Weise eure Elektrolyte auf und hat auch noch tausend andere gesundheitliche Vorteile, weil ihr müsst euch mal vorstellen, ihr wisst ja, Kokosnuss wächst an so einer Palme, ja, und das Wasser wird einmal, also es wird aus dem Grundwasser gezogen und es wird einmal durch den ganzen Baumstamm da durchgefiltert, dann geht das dann noch in die Kokosnuss rein und so weiter und das ist einfach nur heftig, ja, das ist Mutter Natur, was ihr da in euch reintut. Darum. Ja, das war mein kurzes Melden heute. Und ich werde jetzt noch hier gleich ein paar Kommentare beantworten. Also immer am Hasseln. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Peace. Macht's gut.